Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Die modernen Zoos sind sehr wichtig in der Tierforschung generell, weil sie uns Informationen geben über Tiere, über die Erfahrungswelt der Tiere, über die sensorischen Schwellenwerte, wo Tiere etwas wahrnehmen können. Und solche Messungen sind eigentlich nur durchführbar, wenn man guten Zugang zu den Tieren hat und in freier Wildbahn so oft nicht machbar. Wenn man sich dafür entscheiden würde, keine Zoos mehr zu haben, würde diese Informationsbasis wegfallen und was dadurch zum großen Problem wird, ist wirklich, dass wir uns halt überlegen müssen, wie wir Grenzwerte oder Schwellwerte festlegen für Umweltverschmutzung. Das kann Lärmbelästigung sein, das kann Umweltverschmutzung auch durch ganz andere Substanzen sein. Denn für all diese Bereiche ist es ja so, dass es in einem geringen Maße oft kein Problem ist. Wenn ich mir Lärmbelästigung als Beispiel ansehe, leise Musik ist keine Belästigung, führt auch nicht zu langfristigen Schädigungen, aber sehr laute Musik tut das schon. Das heißt, es ist also oft eine Frage der Dosis. Es ist nicht unbedingt eine Frage, dass man sagt, etwas ist immer alles grundsätzlich schlecht. Und das ist eigentlich ein Prinzip, was man auf alle Stoffe, die man so in die Umwelt bringt, anwenden kann. Wenn wir jetzt nicht mehr messen können, ab welchem Level eigentlich sowas zum Problem wird, dann haben wir nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, wir sind jetzt mal ganz vorsichtig und setzen diese Level ganz, ganz niedrig ein. Das ist natürlich so eine schöne Idee, ist aber eigentlich sehr unrealistisch, denn nach wie vor ist es ja auch so, dass viele dieser Aktivitäten, die wir im Meeresbereich durchführen, wie zum Beispiel Windfarmen errichten, ja schon auch was Gutes haben. Wir erzeugen da die Energie, die wir brauchen und die wird dann in einer relativ umweltfreundlichen Art und Weise erzeugt. Das heißt also, wenn wir jetzt sehr vorsichtige Maßstäbe anlegen, dann ist es so, dass viele dieser Aktivitäten, die eigentlich auch andere positive Auswirkungen haben, so nicht mehr durchgeführt werden können. Eigentlich ist es ja so, dass das nicht passieren wird. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass in der Gesellschaft, die Gesellschaft sich dafür entscheidet, wir brauchen Windfarmen und die werden dann gebaut. Und dann ist wirklich die Frage zu sagen, okay, wenn wir jetzt gar keine Daten dazu haben, wann das für das Tier ein Problem ist, dann überlegen wir uns was vielleicht Sinn macht. Diese Überlegungen sind aber meistens falsch. Das heißt also, solche Überlegungen basieren meistens auf unseren eigenen Erfahrungen. Die Erfahrungen von Tieren, vor allen Dingen von Tieren wie Delfinen, sind aber ganz andere. Das heißt also, es sind primär akustische Tiere. Sie haben einen viel größeren, weiteren Hörbereich, können viel höhere Frequenzen hören als wir, haben ein sehr empfindliches Ohr, sind darauf angepasst, unter Wasser zu hören. Ein Laut, der für uns unter Wasser nicht sehr laut erscheint, ist für den Delfinen sehr laut. Das heißt also, wirklich aus derselben eigenen Erfahrung kann man so nicht wirklich sinnvolle Schwellwerte ableiten. Man kann nicht wirklich sagen, gut, wir geben diesen bestimmten Dezibelwert an, weil uns der gut erscheint. Das heißt also, wenn wir keine Forschung in den Zoos haben, tappen wir da sozusagen im Dunkeln. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel, wo die Zoos uns helfen. Es gibt sehr viele Bereiche, wo Zoos uns helfen, Tiere zu verstehen, Tieren in der freien Wildbahn auch zu helfen und auch Arten zu schützen. Und die Abschaffung von Zoos würde da ein sehr großer Nachteil sein für all diese Bemühungen, unsere Umwelt so zu erhalten, wie wir sie eigentlich erhalten wollen. Einrichtungen wie der Zoo Duisburg, die sehr moderne Delfinhaltung haben, sind von der wissenschaftlichen Seite her sehr wichtig. Der Grund dafür ist, dass halt viele Fragen, die wir stellen, sehr schwierig in der Wildbahn zu beantworten sind. Das sind aber oft Fragen, die ganz genau auf dem Programm stehen, wenn es auch um den Tierschutz geht. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Schwellenwerte für Lärmbelästigung. Es gibt eine Studie an Schweinswahlen, die in einem Zoo durchgeführt worden ist, wo getestet wurde, ab wann ein Schweinswal leichte Hörverluste hat, wenn das Tier lauten Geräuschen ausgesetzt worden ist. Das ist sogenannte, die nennen sich Temporary Threshold Shifts auf Englisch. Und was das heißt, ist, dass es im Grunde genommen eine temporäre Verschlechterung des Hörens ist. Wir Menschen kennen das auch, wenn man zu einem sehr lauten Konzert geht, dann hat man danach so ein bisschen belegte Ohren oder es dröhnt einem so ein bisschen in den Ohren. Aber am nächsten Tag ist das wieder weg. Und das ist genau dasselbe Phänomen. Das heißt also, nach einer sehr starken Verschmutzung oder auch einem lauten Konzert, was ja nicht unbedingt Verschmutzung ist,
hat man diesen leichten Hörabfall. Das ist aber ein ganz guter Indikator, dass halt tatsächlich das Ohr, das Organ, die ersten Probleme bekommt. Das heißt also, da ist jetzt so viel Lärmbelästigung aufgetreten worden, dass da schon auch ein Schaden entstehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man sich diesen lauten Geräuschen wiederholt aussetzt, dass dann diese temporären Hörschädigungen länger dauern und irgendwann sich auch in permanente Hörschädigungen umwandeln. Das heißt also, dass man irgendwann dann tatsächlich einen permanenten Hörverlust erfährt. Natürlich nicht absolut, sodass man gar nichts mehr hört, aber man hört schlechter. Und diese Studien konnten wirklich nur mit Tieren in Zoos durchgeführt werden, weil man halt dort ganz kontrolliert zum einen erstmal messen kann, was für Geräusche die Tiere tatsächlich hören. Aber man kann auch zusätzlich dazu messen, wann man aufhören muss, sodass man praktisch dann dem Tier erlaubt, sich wieder zu erholen und auch dem Ohr des Tieres erlaubt, sich wieder zu erholen. Diese Art von Hörmessung kann man nur in einem Zoo durchführen. In Deutschland nun ist es so, dass die Ergebnisse dieser Studie direkt eingeflossen sind in gesetzliche Regelungen, um festzulegen, was für Lärmbelästigungen im Meer eigentlich erlaubt sind, wenn man zum Beispiel neue Plattformen baut oder eine Windfarm installiert oder ähnliches. Das heißt, das ist ein Bereich, wo die Forschung im Zoo den Tieren im freien Wildbahn direkt zugutekommt. Ein anderes Beispiel dafür ist, wir haben eine Untersuchung gemacht an Seehunden. Das war jetzt nicht an Delfinen, sondern an Seehunden, aber man kann das auch an Delfinen machen, wo wir in freier Wildbahn gemessen haben, wie gut Tiere hören können. Einfach nur einen Hörtest gemacht mit Tieren, mit den Robben. Und dann brauchten wir im Prinzip eine Vergleichsgruppe. Und zwar ist es da so gewesen, dass wir uns angeguckt hatten, wie die Robben hören in der Nähe in einem Gebiet in der Nordsee, wo viele Windfarmen gebaut worden sind. Beim Bau einer Windfarm gibt es ja jetzt werden sehr laute Geräusche erzeugt, vor allen Dingen, wenn man dieses sogenannte Pile Driving hat. Das heißt also, so eine große Windfarmmasse in den Boden getrieben wird. Das ist sehr laut und das kann das Gehör von Tieren schädigen. Als wir diese Studie gemacht haben an den Seehunden, gab es schon eine Menge Windfarmen und dementsprechend waren die Tiere natürlich schon solchen Geräuschen ausgesetzt. Und wir wollten jetzt wissen, ob also das Gehör der Tiere darunter gelitten hat. Das heißt, wir haben eine Hörmessung gemacht in der freien Wildbahn und dann brauchten wir die Vergleichsgruppe von Tieren, die gut hören. Und im Zoo ist es nun so, dass halt Tiere dort lange gehalten werden. Man hat eine gute Historie dessen, wie die Tiere behandelt worden sind, was für ein Umfeld sie gelebt haben. Und so kann man also Tiere im Zoo dann sozusagen als Kontrollgruppe nutzen, um zu sehen, was eigentlich ein gesundes Gehör hört und wie ein Ohr in der freien Wildbahn dann eventuell gelitten hat. Das sind Beispiele, in denen man direkt den Zoo verwendet, um Daten zu gewinnen, die dann den Tieren in der freien Wildbahn helfen, um sozusagen Richtlinien festzulegen, die Lärmbelästigung reglementieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.